Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier ganz weit oben auf dem Gipfel und immer noch auf der Suche nach dem Stein. Ich blende euch mal einen Kommentar ein, das war natürlich wieder mega geil von mir letzte Folge. Zu sagen, die sind bestimmt nicht in so einem Bogen drin, aber ja, er hat recht. Ich glaube, dass ich auch bisher die meisten Steine irgendwie, also nicht Burgen, aber in der Nähe von so einem Gebäuden halt gefunden habe. Aber irgendwie habe ich da letzte Folge ein bisschen gepennt. Und dachte mir, die stehen doch bestimmt irgendwo blöde rum. Aber macht natürlich auch Sinn. Solche Gebäude sieht man ja von der Ferne und ich glaube, das Spiel macht es einem da auch, ja, ich sag mal, ein bisschen leichter. Wäre fies, wenn das Ding hier irgendwo hinter zwei Bäumen steht. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo die Gebäude waren, aber ich glaube irgendwo hier in der Richtung. Wir gehen da nochmal vorbeigucken, ansonsten machen wir uns ins nächste Gebirge. Da unten blinzelt so ganz klein ein kleines Skelett, das ich nicht treffe. Komm schon. Jawohl. Ja, pfeiltechnisch müssen wir unbedingt nochmal nach Hause, weil 12 Stück und Drachen keine gute Kombination. Bin echt mal gespannt, wie die Drachenmutti so wird. Ich habe mir, wie gesagt, noch keine Videos zu angeguckt. Boah, Skelett. Da hinten zwei Drachen. Ich glaube, da ist auch noch ein Drachenei oder sowas. Oh, cool. Wolf hat sich erstmal ums Skelett gekümmert. Das ist nett. Ach, Menno, der stand zu tief. Boah, aber mit One-Hit weggeballert. Der hat auf jeden Fall einen schnellen, schmerzlosen Tod gehabt. Ah, in dem Gebirge ist echt schon viel los, ne? Ich hatte es ja letzte Folge schon mal erwähnt. Und die Vergiftung hat auch mal wieder reingerockt. Geilo. Ich glaube, da ist schon wieder ein Drachenei. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Dingern. Ja, im Vergleich zu dem ersten Gebirge, das wir erkundet haben, muss man halt echt sagen, hier ist deutlich mehr los. Ah, der war auch schlecht geschossen, gebe ich zu. Der umso besser. Das sieht geil aus mit dem Mond da oben. Ach, Menno. Ich weiß nicht. Wollen wir das noch mitnehmen? Ah, da oben ist das Gebäude, glaube ich. Naja, wir müssten so oder so mal nach Hause. Wegen Pfeilen. Daher können wir es auch noch schnell einpacken. Ach, das Vieh. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn das? Aber er traut sich nicht, der Kleine. Treffe ich den von hier? Macht aber wenig Schaden. Aber irgendwie hängt er da drüben fest. Ich weiß nicht, ob wir jetzt sinnlos unsere Pfeile verballern wollen. Nee, komm, wir haben Frostner. Den müssen wir auch mal ein bisschen nutzen. Hey, mein Freund, ich grüße dich. Du stehst denn hier so alleine blöd rum? Aber der ist irgendwie ganz freundlich, ne? Aber mit dem Einfrieren ist schon geil, ne? Also ich feiere es mittlerweile wirklich sehr. Dafür, dass ich am Anfang große Zweifel hatte, muss ich mittlerweile sagen, ich liebe das Ding. So, Holzsamlu war das, ne? Die gute Holzsamlu, wer kennt sie nicht? Ach, sammelt's doch auf. Warum hat das nicht gleich mitgenommen? So, weil wir nicht nah genug dran standen. Wir sind noch nicht mal voll. Haben gar nicht so viel. Aber wir müssen auf jeden Fall uns um Pfeile kümmern. Gerade bei der Anzahl an Drachen, die wir hier aktuell haben, ist es ganz schlecht, ohne Pfeile zu sein. Ach, ich freue mich immer wieder, wenn ich mir das hier anschaue, was wir geschafft haben in über 180 Folgen. Da ist schon echt was passiert, wenn ich an die ganzen Bodenplatten denke. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, auf die Idee zu kommen. Aber geil sieht es natürlich aus und hier tobt ganz schönes Unwetter. Was ist denn da los? Na gut, wir machen erstmal kurz Inventar leer, dann stellen wir uns ein paar Pfeile her und dann geht's wieder zurück. Wir müssen auf jeden Fall den Stein finden. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Eiern. Ja,
wir haben auch wieder ordentlich Zeug gesammelt, was wir verkaufen können. Im guten Haldor. Wir haben generell noch viel auf dem Plan. Das Gebäude muss weitergehen. Ich wollte mich schon längst mal mit euch ein bisschen um andere Lebensmittel kümmern. Boah, es ist aber hier krasses Wetter. Hoffentlich bleibt die Hütte stehen. Ich weiß nicht, Wünschelroute. Ah, die war schon wieder nicht aktiv. Ah, okay, die Wünschelroute. Jetzt habe ich es auch kapiert. Sehr gut. Gut, also der Helm geht mit dem Reif weg und die Wünschelroute mit dem Gürtel. Das ist natürlich doof. Aber ich würde die trotzdem mal noch einstecken lassen. Also im Inventar lassen. Ja, den Reif eigentlich auch. Haben wir noch irgendwas an Pfeilen? Hier unten. Damit kommen wir aber auch nicht mehr so weit. Aber wir belassen es erstmal dabei. Ausgeruht passt auch. Perfekt. Ja, jetzt haben wir hier erstmal wieder so, keine Ahnung, knapp 40 Pfeile. Ist okay. Ah, Moment. Das war, glaube ich, das Portal hier vorne. Ihr werdet nicht schlecht, ne? Ihr bleibt schön da. Ich ernte euch irgendwann noch ab. Wenn ich mal Zeit dazu finde. Und weg mit dem Zeug. So, da oben war das Ding. Da wartet aber auch schon wieder irgendwo ein Drache auf uns. Hab schon wieder irgendwas gehört. Boah, der kam aber komisch angejumpt. Was war denn da los? Ja, die sind ja richtig dolle verlangsamt. Also das ist ja nicht nur so ein bisschen, sondern die haben ja gar keine Chance mehr. Wir müssen mal wieder ein bisschen was nachhauen. Ein kleines Hüngerchen kommt auf. Aber auch eine geile Aussicht. Ich glaube, es kommt schon wieder irgendwas. Ach ja. Ich versuche die jetzt wirklich mal alle mit Nahkampf zu besiegen. Dass wir uns die Pfeile für die Drachen aufheben. Lang wie ein Wolf. Aber ich sehe keinen. Da oben sind zwei Skelette, aber die sind noch lieb zu uns. Ich würde euch auch in Ruhe lassen, aber ich brauche den Stein. Den Stein der Weisen. Obendrauf wird er ja nicht stehen. Ich glaube, wir hatten auch schon Steine, die standen dann einfach so davor. Aber komm, ich gehe jetzt wieder oben drauf, bevor ich wieder falsch liege. Und dann sagt mir jemand nach der Folge in den Kommentaren, hey, die sind immer ganz oben. Und ich ärgere mich wieder. Außerdem haben wir auch noch eine Kiste bekommen. Mit ein paar wertvollen Sachen. Ich glaube, die standen meistens vor den Gebäuden. Können noch mal kurz hier hochgucken. Nö, der will auch in Ruhe gelassen werden. Dann lassen wir ihn natürlich auch in Ruhe. Bin ja kein Unrudenstift. Unruden? Ja, wisst schon, was ich meine. Manchmal bin ich mitteldoof. Unruhestifter. Das wollte ich sagen. Jetzt kam's. Gut, also hier sieht's irgendwie... Nee, komm Drache. Du hast mich noch nicht gesehen, oder? Ah, ich glaube, der hat mich gesehen. Hier sah es jetzt erstmal soweit nicht danach aus. Ich glaube, in einem Gebäude selber waren wir auch schon drin. Lässt der los oder greift er den Skelett an? Da unten in der Hütte waren wir auf jeden Fall. Oh, guck mal, die ist ja schon komplett offen. Wie kam es denn dazu? Machen wir einen Punkt. Silber. Ah, der kommt doch. Wo ist er denn? Da oben. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Jetzt müssen wir mal überlegen. Boah, mein Magen knurrt. Geht's hier vorne noch weiter? Auf jeden Fall in die Richtung können wir hier noch ein bisschen was aufdecken. Ich würde sagen, da gehen wir noch mal schauen und dann müssen wir mal gucken, wo das nächste Gebirge ist. War da hinten gerade irgendwas?
Aber da waren wir vorhin. Wieso hat das denn jetzt Schaden gemacht? Und der nächste Drache. Ach, Leute. Wir müssen die halt wirklich am besten treffen, wenn die uns noch nicht entdeckt haben. Was schießen wir denn aktuell? Ach so, Giftpfeil plus Torger. Seit wann heißt der denn Torger Fangt? Ah! Au, au, au. Ah, ganz schlecht ins Inventar zu gucken. Wenn man gerade irgendwie am Abhang steht. Entschuldigung. Seit wann heißt der denn Torger Fangzahn? Haben die das im Update geändert? Hieß der nicht Torger Reißzahn? Bin mir eigentlich relativ sicher, dass der so hieß. Ach so, aber jetzt verstehe ich auch, warum die Vergiftung so doll reinhaut. Wir ballern natürlich Giftpfeile. Und da ist die Vergiftung schon relativ stark. So alleine nur vom einen guten Fangzahn. Die hat 5 und die ballern nochmal 52 Gift rein. Ist natürlich echt eine Überlegung wert, gerade wenn wir gegen die Drachenmutti kämpfen. Weiß nicht genau, ich denke mal, wir werden da ja wahrscheinlich auch viel Pfeile brauchen. Wäre so eine schöne Vergiftung natürlich nicht verkehrt. Jo, also wir haben eigentlich so gut wie alles aufgedeckt. Weiß nicht, wir können mal gucken, aber hier hinten kommt dann glaube ich auch nichts mehr. Wir sind ja bis hierhin gelaufen. Haben wir denn noch irgendwo anders schon ein Gebirge entdeckt? Ich guck schon wieder in der Karte, während ich am Abhang stehe. Man sieht, ich lerne aus meinen Fehlern. Guck mal, hier ist noch Gebirge. Sogar relativ großes. Wir können ja nochmal kurz hier unten ablaufen. Das kleine Stück hier, vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas Schönes. Ansonsten würde ich sagen, teleportieren wir uns nach Hause, machen nochmal fix Inventar leer. Das ist ja hier bloß so ein Ulfstein, ne? Ja. Den brauche ich nicht. Ja, dann teleportieren wir uns fix nach Hause, machen das Inventar leer und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in dem Gebirge ein bisschen erkunden. In irgendeinem von dem wird ja wohl ein Stein sein. Ich hoffe es zumindest. Naja gut, also ich glaube, hier kommt auch nicht mehr so viel. Ja, wir werden uns definitiv nächste Folge, also hundertprozentig nächste Folge mal um Lebensmittel kümmern. Weil die Kombi einfach, das ist zu wenig Ausdauer. Wir brauchen gar nicht so viel Leben. Eigentlich kommen wir ja ganz easy going aktuell durch, was Drachen und Wölfe und so angeht. Klar, wenn so ein ganzes Rudel kommt, ist das vielleicht nochmal was anderes, aber mir wäre mehr Ausdauer aktuell echt lieber, desto schneller kommen wir halt auch voran. Vielleicht holen wir uns auch nochmal Eiktür, dass wir ein bisschen schneller rennen können, oder nicht schneller, aber länger. Mit einem Steingolem, den können wir halt auch immer noch wegrennen, der ist nicht der schnellste. Ja, okay, also hier ist auch nicht mehr viel. Wollte gerade sagen, sah doch aus wie so ein Troll. Ich habe so was kleines Blaues schimmern gesehen. Tatsächlich ist er auch da vorne. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Wenn wir uns jetzt... Hat er uns gesehen? Wenn wir uns jetzt natürlich teleportieren, bleibt das Portal hier stehen. Vielleicht teleportieren wir uns wieder zurück und laufen einfach von hier runter. Will nicht schon wieder irgendwo in der Pampa ein Portal stehen haben. Davon haben wir echt schon genug. So, Holzamlu, du bist mal wieder am Start. Ja, wir machen jetzt in die neue Basis. Machen alles leer, teleportieren uns in die alte Basis. Holen uns dort nochmal Eiktür. Oder wir müssen ja gar nicht mehr in die alte Basis zurück. Wir haben das Portal ja umgestellt. Holen uns nochmal Eiktür und dann rennen wir dahin. Ah, Leder hatten wir gar nicht, war Fell. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Frostner? Den können wir doch auch noch upgraden, ne? Den erstmal kurz reparieren. 15 Silber hat es gebraucht.
Das ist alles Eisen. Wir haben gar kein Silber mehr, ne? Ich glaube, das haben wir alles aufgebraucht. Haben wir hier noch irgendwas reingepfeffert? Nö, da ein bisschen Kohle haben wir zum Glück noch am Start. Aber hier ist überall Kohle drin, das heißt, es ist auch nichts weiter mehr in den Öfen, was verbrannt werden könnte. Gut. Oder nicht so gut. Wie man es nimmt. Da, hier unten war der Knochen. Ein paar Blaubeeren haben wir noch gesammelt. Bisschen Fleisch. Und dann sieht es doch soweit schon ganz gut aus. Da müssen wir jetzt erstmal kurz in die Basis. Ich glaube, der war's. Ja, sehr gut. Mittlerweile geht's langsam ins Köpfchen rein. Hat ein bisschen gedauert, so 180 Folgen. Na gut, so lange haben wir die Portale noch nicht, aber hat doch ein paar Folgen gedauert. Guck mal, Himbeeren. Und Pilze. Ah, das ist cool. Jetzt weiß ich, dass die immer hier wachsen. Dann können wir uns jederzeit mal herteleportieren. Ein paar Himbeeren abpflücken. Klingt aber auch immer gruselig, ne? Aber eine Silberader haben wir uns ja gerade markiert. Das heißt, da können wir uns locker 15 Silber rausholen. Dann kriegen wir Frosten auf die 2. Pack fix noch die Himbeeren und die Pilze weg, wenn wir gleich einmal hier sind. Also Pilze haben wir auf jeden Fall mittlerweile echt viele. Können wir das gleich wieder abbauen? Och komm, ihr habt direkt vom Portal gewartet, ne? Wie weit sind wir jetzt weg vom Silber? Na, das ist zu weit. Machen wir später mal. Die Notwendigkeit... Ach, ich bin mal wieder richtig schlau. Die Notwendigkeit ist natürlich auch gerade nicht unbedingt da, dass wir Frostner jetzt gleich auf die 2 kriegen. So, welche Richtung? Ich glaube so rum, ne? Ja, dann sind wir richtig... Ich würde wirklich vorher lieber den Stein finden, bevor wir jetzt wieder Silber sammeln. Also wollen wir Eiktür gleich anhauen? Ja, komm, wir hauen Eiktür gleich an. Folge ist zwar gleich rum, aber ich nehme die nächste direkt im Anschluss auf. Na gut, obwohl. 5 Minuten, ja doch. Na, jetzt müssen wir auch die Pilze liegen lassen. Aber wir haben ja gerade gesehen, Pilze haben wir genug. Boah. Gefühlt wird der Leck von Tag zu Tag und von Folge zu Folge schlimmer. Ich weiß auch nicht. Ist gut, Schweinis. Ist gut. Boah, der ist aber hartnäckig, ne? Freundchen. Jetzt können wir gleich nicht mehr rennen, jetzt beißt er uns in die Wade. Nee, wir lassen jetzt alles liegen. Ich will wirklich die Zeit von Eiktür ausnutzen. Was haben wir hier Schönes? Ein Dungeon im Gebirge. Hab ich auch noch nicht gesehen. Na, eigentlich offiziell ist es noch Grasland. Ich weiß nicht, ist das irgendwas Besonderes? Mann, jetzt will ich gucken gehen, aber ich glaube nicht, ne? Ich denke nicht, nein. Es ist einfach nur ein Dungeon wie jeder andere. Boah, was ist denn hier los? Lasst mich doch mal alle in Ruhe. Ich glaube, wir wären auch schneller, wenn ich die Waffe nicht in der Hand habe. Boah, hier ist ja Paradies. Menno, jetzt will man einmal durchrennen. Wird man auf einmal überschüttet mit Himbeeren und Pilzen. Ah, ich bin dumm. Ja, ich bin richtig dumm. Es ist einfach nur Wasser. Ach Mann, warum bin ich denn so dumm?
sah für mich irgendwie aus wie Gebirge. Ach shit, es tut mir leid. So, Wildschwein, jetzt lässt du mich erstmal kurz in Ruhe. Ach, Menno, das... Ach nee, ich wollte hier unten hin, ne? Ja, ich bin dumm. Es ist angeboren, ich kann da auch nichts dafür. Direkt nach der Entbindung. Mädchen oder Junge, einfach nur dumm. Kam zurück. Egal was für ein Geschlecht. Er ist einfach nur dumm. Hier unten wollte ich hin. Ja, da hätten wir natürlich hier von der Basis aus auch laufen können. Wäre kürzer gewesen. Naja, was soll's. Ich dachte gerade wirklich, ich bin so dumm gewesen. Und habe das Wasser mit dem Gebirge verwechselt. Hier haben wir wieder einen Ulf. Ecktür hält noch 2 Minuten und wir müssen langsam mal Folgenende machen. Ja, Stein haben wir nicht wirklich gefunden, was will man dazu sagen. Aber das wird noch zeitnah, wir haben auf jeden Fall hier noch ein recht großes Gebirge. Ich bin zuversichtlich, dass wir da was finden werden. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!